Es sind die grauen Tage, an denen ich nicht aufstehen will. Es sind die grauen Tage, an denen ich nicht rausgehen will. Wenn der Regen fällt, plötzlich steht die Welt. Wenn mich nichts mehr außer diesem Traum am Leben hält. Ich seh mich selbst im Spiegelbild der Scheibe. Ich seh mich selbst in diesen Liedern, die ich schreibe. Ich seh mich selbst in dieser Zeile. Fühl mich lebendig, wenn ich sie niederschreibe. Denn in Struggle, miese Krisen und Probleme schreib ich mir wie Therapie von der Seele. Die Faust ist geballt, alles staut sich und drückt. Es muss raus, doch ich schluck und die Faust kriegt den Stift. Atme aus und es hilft mir, diese Krisen zu verarbeiten. Stück für Stück balanciere ich in mir über Drahtseile. Beweg die Probleme, versteh die Probleme. Und Musik hilft mir dabei, mein Leben zu regeln. Und egal was passiert, ob ich glücklich oder traurig bin, schreib ich Sinn für mich und nicht nur um irgendwas rauszubringen. Guck, das ist mein Traum und meine Kraft, die mich nicht fallen lässt. Denn auch wenn ich unten bin, mach ich einen Song und halt mich fest. Halt mich fest an mir selbst und spür die Stärke reicht auch für den Rest dieser Welt. Ich will sie teilen und wünsch mir, dass sie jeder kriegt. Diese Songs sind nicht nur Songs, das ist Therapie. Wenn ich unten bin, die Kraft fehlt aufzustehen, hilft Musik mir dabei weiterhin bergauf zu gehen. Wenn du unten bist, die Tränen nicht trocknen können, halt dich an Musik fest und lass deinen Kopf nicht hängen. Lieber Tai, ich weiß nicht, ob du das jemals liest und ob es dich interessiert, dass es da jemand gibt, der Dinge ähnlich sieht und deine Themen liebt, der seine Seele spiegelt und das, was in jedem Lied. Ich schreib dir diesen Brief, weil ich dir danke, Tai. Du hast mir in der schwersten Zeit meines Lebens deine Hand gereicht. Hab mit Verwandten Streit, mein Vater ist an Krebs gestorben. Ich streite viel mit meiner Ma, sie macht sich täglich Sorgen. Denn ich hab die Schule abgebrochen, ich hab's nicht gepackt. Die Lehrer wollten auf mich einreden, ich hab dicht gemacht. Schicht im Schacht, keiner von denen konnte meine Sprache sprechen. Deshalb konnte ich mir nicht helfen, musste ihre Nasen brechen. War gefesselt in mir drin. Trauer hat mich aufgefressen und ich kapselte mich von dem Rest ab. Aus und Sätzen kaum gegessen, trüber Blick ein Junge, der die Chance vergeigt hat. Ich war Libri, bis ein Kumpel mir ein paar deiner Songs gezeigt hat. Ich war davon begeistert, fühlst, als hättest du mich gemeint. Du hast mir am Ende von dem Tunnel wieder Licht gezeigt. Bitte teil, ich will, dass du weißt, du hast mir Kraft gegeben, stark zu bleiben und zu kämpfen, auch bei einem verkackten Leben. Und ich muss die Sache regeln, ich will jetzt den Absprung schaffen und dein letztes Album aus dem Seiter hilft mir, das zu packen. Kraft zu sammeln will nicht sagen, ich hätte es nie versucht. Vielen Dank, ich weiß zum Antworten, hast du zu viel zu tun. Wenn ich unten bin, die Kraft fehlt aufzustehen, hilft Musik mir dabei weiterhin bergauf zu gehen. Wenn du unten bist, die Tränen nicht trocknen können, halt dich an Musik fest und lass deinen Kopf nicht hängen. Ich hab deinen Brief gelesen und bei mir fließen Tränen. Ich schreib von Struggle, doch was du durchmachst, ist mies und eklig. Dagegen wirken meine paar Problemchen lächerlich. Und die Zeilen, die du mir geschrieben hast, die treffen mich. Du weißt, was hässlich ist, das Leben hat es dir gezeigt. Und du hast die Kraft in dir drin, guck, du bist ihr Beweis. Ich fühl mich klein neben dir, weil du Größe zeigst. Gegen dein Leben hatte ich bisher eine schöne Zeit. Und du schreibst mir, du willst mir für mein Album danken. Ich muss dir für deine ehrenwerte Haltung danken. Wegen deinem Brief hab ich neuen Antrieb, Songs zu machen. Das Gefühl, diese Songs hier nicht umsonst zu machen. Denn Rap find ich sonst zum Lachen, du zeigst mir, was wichtig ist, worum es uns gehen sollte, nicht um welche Bitch ich fick. Und wenn's dir einen Lichtblick gibt, freut's mich von Herzen. Hör nicht auf zu glauben, dann verdrängt die Freude deine Schmerzen. Und ich danke dir für deinen Brief, ich hoffe, dass du meinen liest und weißt, dass es einen gibt, der dich für die Zeilen liebt. Thai Peace und ich hoffe, dass alles für dich gut wird. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dass es jemand gibt, der zuhört. Und noch was, ich hoffe, es ist okay, wenn du's liest. Ich pack den Brief auf mein nächstes Release, denn ich will, dass du weißt, dass die Kraft, die du aus meinen Liedern nimmst, mir die eigene Stärke durch deinen Brief wiederbringt. Wenn ich unten bin, die Kraft fehlt aufzustehen, hilft Musik mir dabei weiterhin bergauf zu gehen. Wenn du unten bist, die Tränen nicht trocknen können, halt dich an Musik fest und lass deinen Kopf nicht hängen.